möchte gerne, im Grunde, das passt ja, Professor Rebert-Schumann ist sozusagen Counselor. Ich würde jetzt gerne an ihn das Wort übergeben, damit er uns sozusagen kurz und knapp erzählt, was eben so die ZB Med aktuell umtreibt. Ja, vielen Dank für das Wort. Wir sind ja tatsächlich dabei, uns neu aufzustellen und neu zu entwickeln. Sie kennen ja die ganze Historie von ZB Med. Dadurch hat sich im letzten Jahr hat sich sehr viel ergeben. Ich gehe durch die Folien durch, sind 14, aber das schaffe ich in 10 Minuten. Es sind einige, die weniger Inhalte enthalten. Wir haben eine Strategie ausgearbeitet, im Wesentlichen 5 Leitlinien. Die möchte ich vorstellen, weil die für uns langfristig tragend und wichtig sind. Dann sage ich habe ich eine Folie zu Lizenzen, weil das für die AGMB wahrscheinlich besonders wichtig ist. Und dann gehe ich noch über ein paar Meilensteine diesen Jahres, um zu zeigen, dass sich auch Ergebnisse ergeben, die ja, vorteilhaft oder wichtig sind. Hier die Strategie, das ist jetzt eine sehr etwas füllige Folie. Wir haben an einer Strategie gearbeitet, die über letztes Jahr und dieses Jahr erstellt wurde und den Zeitraum bis 2025 abdeckt. Und diese Strategie beinhaltet im Wesentlichen die Leitlinien, auf die ich noch eingehen werde. Und aber hat natürlich auch intern eine sehr wichtige Funktion. Wir haben unsere Programmbudgets darauf ausgerichtet, womit wir uns natürlich dann auch über den wissenschaftlichen Beirat abstimmen und unseren Stiftungsrat. Aber wir arbeiten zum Beispiel auch an einem Forschungskonzept, einem IT-Konzept und einem Personalentwicklungskonzept. Also man merkt schon, da passieren auf verschiedenen Ebenen Inhalte, über die wir uns gegenseitig abstimmen und auch als Institution dann neu aufstellen. Und einen Teil von den Inhalten möchte ich jetzt hier darstellen, insbesondere dann die Vision, den Claim und die Leitlinien. Wir richten uns als Infrastruktur- und Forschungszentrum aus. Infrastruktur ist auch insbesondere Informationsversorgung, aber auch viele Dinge, die dort dazugehören, wie zum Beispiel Open Science, Open Access. Also die Abstimmung zwischen dem, was von uns lizenziert oder als Open Access angeboten wird, auf der einen Seite, aber dann auf der anderen Seite auch als Forschungszentrum. Dort sind ja gerade die Forschungsdaten in aller Munde. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Dort wird Vorarbeit geleistet, um dann darzulegen, wie dann mit den Forschungsdaten umgegangen wird. Dort sehen wir ein sehr großes Potenzial, was sich auch aus der Informationsversorgung entwickelt. Also viel Know-how, was in dem Bereich schon existiert und besteht, wird dann zunehmend auch für die Forschungsdaten relevant werden. Also der gesamte Darstellung ist Infrastruktur- und Forschungszentrum für lebenswissenschaftliche Informationen und Daten. Und Vision: Mit Forschung und Infrastruktur stärken wir Mensch und Umwelt. Das ist eher etwas konservativer im Vergleich zu anderen Vorschlägen, die wir hatten, aber orientiert sich schon in der Linie von dem, was ZB Med in der Vergangenheit dargestellt hat. Und in Englisch: With Research and Infrastructure, we strengthen people and the environment. Ich komme zu den strategischen Leitlinien. Das ist so die wichtigsten 5 Punkte, an denen wir uns auch intern abarbeiten und die nach außen hin hoffentlich oder aller Voraussicht nach auch den Stellenwert von ZB Med darstellen. Also die Leitlinien, die sind von den allgemeinen zu den spezifischen Leitlinien sortiert. Ich gehe sie einfach mal durch. Die erste ist: Wir forschen gemeinsam mit der regionalen, national und weltweit vernetzten Forschungsgemeinschaft. Ich denke mal, das ist für die traditionellen Aufgaben einer Bibliothek oder eines Informationsversorgers eher ein größeres Thema. Aber insgesamt gesehen achten wir darauf, dass sowohl unsere Infrastruktur als Forschungsaufgaben halt in die Forschungsgemeinschaft hineingetragen werden. Ein zweiter Punkt. Der ist wahrscheinlich der neueste, der nennt sich Data Science. Und hier bewegen wir uns auf Datenanalysen zu, um neue Erkenntnisse zu generieren. Also hier geht es darum, dass wir auch Literatur analysieren, aber auch Daten analysieren, um dann unsere Angebote zu verbessern. Ein typisches Beispiel wäre, dass bei Livivo dann mehr Möglichkeiten bestehen, auch semantische Recherche durchzuführen. Das ist so ein bisschen das Kerngeschäft von meiner vergangenen Forschung, aber auch von Frau Juliane Flupp. Aber das geht auch in andere Datenanalysen hinein, wie zum Beispiel die Bioinformatik, aber auch in Datenanalysen, wo wir unsere eigenen Nutzerdaten genauer ansehen. Der dritte Punkt liegt in der Linie von dem, was ZB Med auch in der Vergangenheit dargestellt hat.
den Zugang zu Informationen nachhaltig bereitzustellen. Also hier kommt der Infrastrukturgedanke hinein, als Informationsversorger dann die entsprechende Infrastruktur aufzubauen, um auf die Informationen zuzugreifen. Wenn man sich hier anschaut, dass wir halt auch in der Community aktiv sind, dann kommt hier die Kombination zum Tragen, dass wir zum einen halt Nutzungsanforderungen aufgreifen, aber zum zweiten die dann auch über die Infrastruktur anbieten. Der vierte Punkt ist Open und Fair Data und Literatur. Das heißt, wir fördern die offene und reproduzierbare Wissenschaft im Sinne von Open Science und Fair Prinzipien. Ich weiß, dass Fair Prinzipien sehr populär sind und auch natürlich dann eine große Auswirkung auf die Wissenschaft haben. Aber es gilt auch darum, dann entsprechend dieser Prinzipien dann Informationen anzubieten und die Infrastruktur aufzubauen. Und der fünfte Punkt ist vielleicht auch gar nicht so offensichtlich Wissenstransfer. Wir vermitteln Kompetenzen und Fähigkeiten durch aktiven Wissenstransfer. Wir treten über sämtliche Programmbereiche zunehmend auch als Anbieter von diesem Wissenstransfer auf. Das sind Workshops, das sind auch Kompetenzen, die wir selber aufbauen, die wir dann auch direkt dann in die Community hineintragen wollen. Also das wären die fünf strategischen Leitlinien, nach denen wir uns ausrichten. Und wenn man das dann insgesamt anschaut, dann entwickelt sich ZBMed zusehend hin zu einem zentralen Informationshub, um dann die Kombination von verschiedenen Informationen anzubieten, aber auch Datenanalysen und Wissenstransfer. Und wenn man dann sich das im Detail anschaut, dann nehmen wir uns den Forschungskreislauf, ziehen wir uns den Forschungskreislauf heran, schauen uns die verschiedenen Stationen an und prüfen dann, wie wir über diesen Forschungskreislauf hinweg, über die verschiedenen Stationen hinweg unterschiedliche Angebote anbieten können. Man muss dazu sagen, dass wir mit der Universität Bielefeld sehr intensiv zusammenarbeiten und dort mit dem Institut Vivi, was Datenanalysen über eine Cloud-Infrastruktur anbieten und wir in Zusammenarbeit mit Bielefeld, die unsere Angebote weiter optimieren und auf die gesamten Lebenswissenschaften ausrichten. So viel zu der strategischen Ausrichtung. Ich komme noch auf den speziellen Punkt der Lizenzen bei ZBMed. Ich denke mal, das wird Sie besonders interessieren. Hier ist der Ist-Stand dargestellt. In der Vergangenheit wurden über uns 14 Fernzugriffslizenzen erwirkt. 2 sind in Planungen. Dann haben wir mit 9 Konsortien zusammengearbeitet, um konsortiale Lizenzen aufzubauen und 5 weitere sind in Planung. Das ist ein Gebiet, an dem wir sehr intensiv arbeiten, in dem wir uns auch neu ausrichten wollen. Und um diese neuen Ausrichtungen zu bewerkstelligen, planen wir spezielle Aktivitäten und Workshops, um Konsortien zusammenzuführen. Aber es geht auch noch weiter. Wir analysieren unsere eigenen Nutzerdaten und auch Daten, die wir aus verschiedenen Quellen bekommen, um dann Bedarfe abzuleiten. Das ist kein ganz einfaches Feld, aber dort haben wir schon initiale Arbeiten abgeleistet. Und insgesamt ist dieser Bereich strategisch wichtig und wird auch entsprechend in der Direktion aufgenommen, um dann die Ausrichtung von ZBMed auch einfach halt weiter voranzutreiben. Hier sind noch ein paar Ergebnisse von diesem Jahr und letzten Jahr, die ich gerne hervorheben will, um zu zeigen, dass auch die Zusammenarbeit über die gesamte Informationsversorgung und auch mit den Forschenden zu speziellen Ergebnissen führt. Sie haben das alle sicher sehr genau verfolgt. In diesem Jahr haben wir uns natürlich auf Corona konzentriert und haben dann einen speziellen Hub entwickelt, in dem verschiedene Daten wurden und dann auch kategorisiert, um dann den Zugriff zu erreichen. Wird ja auch von der AGMB gewürdigt mit der Auszeichnung als Leuchtturmprojekt. Dann derzeit arbeiten wir an einem Preprint-Server oder Preprint-Viewer, der aus Livivo heraus dann die Preprints anbietet. Und dann haben wir auch noch spezielle Fördergelder bekommen. Wir sind involviert über unser NFDE for Health Vorhaben in die Taskforce Covid-19. Hier geht es auch darum, spezielle Informationen um Covid anzubieten. Hier kommen auch sehr verschiedene Kompetenzen zum Tragen.
Und aber was man insgesamt erkennen kann, ist, dass durch diese Zusammenarbeit über verschiedene Gruppen hinweg, auch bei ZB Med und extern, dann relativ schnell auch diese Vernetzungserfolge erreicht werden können, um spezielle Informationsangebote aufzubauen. Also das ist natürlich für dieses Jahr eine besondere Eigenleistung oder eine Leistung in Zusammenarbeit mit verschiedenen Gruppen, um dann halt auch entsprechend auf die Pandemie zum Beispiel zu reagieren. Und weiterhin jetzt hier aus dem Bereich der Forschung wollte ich gerne auch ein paar Punkte auflisten, um zu zeigen, dass wir tatsächlich auch schon durchaus Erfolge im Drittmittelbereich erreichen, die natürlich immer einen wichtigen Langzeiteffekt für die Zukunft oder für die nächsten Jahre darstellen. Wir haben jetzt derzeit 12 laufende Drittmittelprojekte und noch verschiedene eingereicht und konnten natürlich einen signifikanten Anstieg der Mitteleinwerbung erreichen. Aber insbesondere bei den NFDI-Vorhaben, also bei der Nationalen Forschungsdateninitiative, sind wir sehr aktiv. NFDI for Health wird von Frau Professor Juliane Pflug geleitet. Hier werden klinische und epidemiologische Studien zusammengeführt, aufbauend auch auf unseren Erfahrungen im Forschungsdatenmanagement, aber auch in der Kategorisierung von Inhalten. Dieses Projekt ist bewilligt. Und wir arbeiten derzeit an zwei weiteren Anträgen. Der eine ist NFDI for Microbiota, ein Antrag, der Ende des Monats eingereicht wird zur bakteriellen Mikrobiologie. Und hier kann man schon sehen, dass wir unser Spektrum leicht erweitern, dass wir neben medizinischen und lebenswissenschaftlichen Inhalten auch konkrete, sagen wir mal, mikrobiologische Inhalte angehen, die sowohl medizinisch als auch technisch, technologisch relevant sind. Und ich bin selber noch in einem Antrag involviert, der nennt sich NFDI for Data Science. Hier geht es um eine spezielle Infrastruktur für Datenanalysen, da viele der nationalen Forschungsdateninfrastrukturen eine konkrete Anforderung haben werden, auch validierte Datenanalysen durchzuführen. Hier noch zwei, drei Dinge, die auch noch bemerkenswert sind. Einmal die Organisation der ersten größeren digitalen Bibliothekskonferenz am 18. Mai zur Zukunft wissenschaftlicher Bibliotheken. Ich bin mir sicher, dass viele von Ihnen sich dort eingewählt haben. Ein Videopodcast, der sich Nachgefragt nennt, und dann ZB Med ist Mitglied bei der GASCO. Damit komme ich schon zum Ende. Wir sind damit auf einem guten Weg. Ich weiß, dass Sie alle die Entwicklung von ZB Med sehr genau verfolgt haben. Also von der strategischen Gesamtausrichtung über auch die Ausrichtung von zentralen Bereichen bei ZB Med bis hin zur Forschung haben wir dort eine gute, sagen wir mal, Veränderungen erreicht. Und Sie werden alle mitbekommen haben, dass nach unserem Audit durch den Wissenschaftlichen Beirat wir für dieses Jahr den Antrag für die Leibniz-Aufnahme gestellt haben. Da wird sich jetzt im nächsten halben Jahr herausstellen, wie es weitergehen wird. Wir hoffen natürlich alle, dass wir dort entsprechend noch weitere Fortschritte machen. Wird eine große Herausforderung für uns werden, aber das ist so der Stand, wo wir derzeit stehen. Vielen Dank.